Hallo und willkommen bei Minecraft Battle. Immer noch Anspannung. Wir bauen die Betten ab. Die spawnen dann im Spawn. Lenny, warte kurz. Nicht hier reinlaufen, wehe. Nicht, dass du jetzt wie ich bist und dich noch selber anzündest. Lenny, du hältst Ausschau bitte, ob wer kommt. Weil erst lösche ich alles. Er findet es verstörend, wie du schreibst. Kann ich aber nachvollziehen. Die hatten sogar einen Obsi in der Kiste. Was für ein Verzauberungstisch, Alkohol, Erze, Betten brauchen wir nicht nochmal. Brennen. Ah, das dürfte die Lava. Lenny, jetzt löschst du. Mach du deine Sachen weg. Wir haben sogar noch Clean Stone. Hast du? Ja, so. Hast du gelöscht? Klebt gut, warte. Hinter dir, Vorsicht. Lenny, schnell in unsere Base. Falls die wirklich in Nether gegangen sind, kommen die bei uns raus. Aber ich hab einfach so in F5, weil ich einen schönen Screenshot machen wollte. Und dann dachte ich da hinten, das ist Holz. Aber so werden nicht um viel. Wir hätten viel früher hier drauf kommen können. Ich dachte so, das ist Holz. Guck wieder hin. Wir müssen, wenn wir oben sind, wieder vorsichtig sein. Lenny, bist du oben? Lenny, komm hoch. Nein, Leon? Ja. Lenny schmiert ab. Ja. Nein. Lenny hat Disconnect. Auch in Skype. Nein. Das ist jetzt übelst Das heißt, scheiße. ich bleib in der Base. Nein. Als ob er jetzt genau diesen Disconnect hat. Nein. Ah, Disconnect. Ja, Laptop abgeschmiert. Laptop abge schmiert. Nein. Und die Aufnahme geht erst 2 Minuten. Das ist jetzt sehr. Gib mir einen Tipp. Sind sie in der Nähe ihrer Base? Eigentlich Sind's? darfst du es nicht, aber ich. Ich darf wirklich nicht sagen, aber sie sind nicht in der Nähe der Base. Okay, dann bin ich Aber jetzt wenn nicht. du dich daran erinnern kannst, was ich letzte Folge gesagt Ja, habe. du sagtest, kurz vorher, so sind die kurz vorher gegangen. Entweder sie sind hochgegangen Und ich habe oder in Nether. davor auch noch was gesagt. Da musst du dich nochmal dran erinnern, was ich aber nicht mehr sage, weil es ist, glaube ich, dann, wenn ich das sagen würde, wäre es schon, glaube ich, viel Du zu. achtest auf Skype, wenn Lindy wiederkommt. Ja, mache ich. Gut, weil ich gehe mir jetzt ins Dirt Mine Gang verstecken. Zuschauer, sorry, dass die Folge jetzt so lame wird. Was sollst du anders machen? Ja. Du Aber bist ich hoffe, Lenny alleine. hat das Leder rausgenommen. Dürfte Ja. er aber. Sneak-Taste Dauer. Aber das Gute ist, ich höre jetzt alles. Alles, was passiert. Wenn jetzt jemand sich bewegt, weiß ich, es ist jemand anders. Oder Leon, lauf du mal in der neben mir irgendwo rum. Auf Ich der kann nicht Erde. laufen. Ich kann nicht laufen. Okay, gut, dann kann es nicht mal sein, falls irgendwo Deswegen. Geräusche sind. Und sag mir, wenn Gunnar kommt. Ja. Was war das? Eri-Noris. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas hat sich auf jeden Fall, irgendwelche Geräusche waren denn hier. Bat, also Lol. Fledermaus. What is this? WTF? Was denn? Mein Gang? Die haben meinen Gang, der geht irgendwie, keine Ahnung, 300 mal 300 lang. Ich bin jetzt. Waren es meine Schritte? Paranoid pur. Ja, das ist halt wirklich so. Gunnar war bei dir. Man hört ja eh die Aufnahmen. Die müssen mir danach die Aufnahmen schicken, wo Gunnar dabei war. Hä? Border? Die sind doch am Border? Lil. Wart ihr nicht auch am Border? Also wir waren genau auf der gegenüberliegenden Seite, glaube ich mal. Nee, ich glaube sogar, das ist eure Seite. Aber ist gut, ich camp jetzt einfach hier hinten. Warte mal. Ich darf mich ja umsehen, oder? Ja, das wir. Block zerstört, Lava. Aber nein, hey, nein, geht gar nicht, weil das war, ihr seid ja wohl ganz anders runtergegangen. Stimmt auch wieder. Und unser Sword Mining Gang war unten auch ganz anders. Boah, Alter, ich wäre so gerne jetzt mit Lenny in unsere Base gegangen und hätte dort geguckt, ob die aus dem Nether rauskommen. Weil man kann sich ja löschen, das ist ja logisch. Ja.
Aber ich trau mich jetzt nicht alleine dahin. Du wirst halt... Also mit dem Lava-Eimer weiß ich, bist du übelst gut. Und am meisten in Höhlen. Ja. Also aber du kennst dich halt hier gar nicht aus. Deswegen, Erfahrung war ich. Aber ich habe halt den Vorteil, ich höre sie schon auf weitere Distanz. Ja, das ist halt übelst. Außer wenn sie sneaken, dann hört man die Schritte nicht, aber man hört, wenn die was essen oder so. Ja, und ich sag mal so, in 5 Minuten hast du immer eine halbe Hungerkeule weg. Fledermaus, okay. Das ist immer das Witzige, man hört Fledermäuse auch. Also. Bad take, bad irgendwas, bad irgendwas. Ha. Skelett. Oh, warte, ich habe eben versehentlich Skelett immer noch. Skelett auf links. Nein. Was denn? Die müssen hier irgendwo sein. Jemand hat Erfahrung aufgesammelt. Was? So. Oder ich war das, aber ich habe es nicht gemerkt. Auf jeden Fall entweder ich oder jemand hat da Erfahrung aufgesammelt. Block platziert bin ich. Die sind wirklich hier. Sonst hättest du das jetzt nicht gesagt. Ich darf das nicht sagen, nein. Wenn Lady das sofort sagen. Ja, ist noch nicht da. Ich guck die ganze Zeit immer auf mein. Nein, also er ist noch nicht da. Also ich guck kurz WhatsApp. Zuschauer, Alter. Skelett. Ich höre bisher nur Skelette. Also wenn die. Wenn ich das nicht war, dann ist jemand in der Nähe und hat Erfahrung aufgesammelt. Aber ich sag mal so, wenn ich dir jetzt was sagen würde, wäre es ja halt dieser Vorteil, den ich dir dann gebe. Ja, deswegen nicht sagen. Ja. Schreibt Lenny, starte schnell. Erstmal verfiss. Aber nicht, dass deine 50k Leitung, glaube ich, kackt nicht ab. Starten. Weil ich guck mal kurz. Es ist auch kein Regen draußen und meistens das Wetter so, wenn bei uns ganz normal ist, ist ja. Bei ihm auch so. Ja, wenn bei mir auch ist, ist bei euch auch meist. Außer ja. Einmal, da bin ich von Stadt Bieb gekommen, bin nach Hause gefahren, in Stadt Bieb hat's geregnet und bei uns war dann Sonnenschein. Ja. Ich höre bisher nur Skelette, beziehungsweise ich hab nicht mal Ton an. Weißt du was? Schritte! Halt's mal. Nein. Die sind hier irgendwo. Nein. Gunnar ist schon wieder bei dir. Boah, der spottert eh. Gunnar ist die ganze Zeit bei dir schon wieder gewesen. Block platziert, das bin ich. Er ist die ganze Zeit mit dir, jetzt mal wieder bleib. Warte kurz. In die Richtung, die du schaust, ist er. So, ich hab ihn kurz wieder zu Toralf TP't. Wenn ich das nicht einsehe. Am meisten, wenn Lenny nicht da ist. Ja. Immer noch abwesend. Wer ist Lenny? Da hätte ich nichts gesagt, aber ohne Lenny, nein. Dann kannst du ja auch zu den anderen gehen. Du sagst zwar nicht. Oder pass auf, oder ich sag dir den Vorteil, aber das. Nee, das wäre scheiße. Ja, das wäre scheiße. Ja. Alter. Aber ich bleib hier. Es sind schon 8 Minuten. Ich hab was richtig Lustiges herausgefunden. Okay. Schreib am besten nicht. Ja, werde ich jetzt auch nicht mehr. Du schreibst ab jetzt für mich. Okay. 8 Minuten, fast 9. Alter, ich werd die Aufnahme sowas von bei 15 Minuten direkt beenden. Ja. Weil ich nicht zu lange Nachteil sein will. Ist wirklich so. Deswegen war ich bei dir. Hätte ich jetzt schon entspannte Musik noch an? Von. Ich schreibe einfach mal von Flo, okay. Von. Ja. Von. Okay. Oh, ich hab vergessen, Flo zu schreiben. Ach man, ich bin so ein Holzkopf. Frag gerade Lenny, startet er schon? Ja, er ist online. Er ist online. Okay. Warte, ich mach. Füg die uns hinzu, schnell. Hab ich. Alter.
Er ist auch besetzt. Warte, ich ruf kurz Lenny allein an und füg dich hinzu. Ja. Lenny, geh ran. Geh ran, du Spart. Gut. Sag dir nicht eben, geh ran, du Spart, ne? Ja, doch. Das, nee, du hast gesagt, geh ran, du Spaten. Gut, wir. 1-9 starte. Hi. Gut. Lenny, entweder die sind in meiner Nähe oder ich war das selber. Wenn ich das selber war, dann schäme ich mich grad. Wenn ich das nicht war, dann bin ich grad voll angespannt. Was ich auch so bin. Weil er stand unten Schritte. Und entweder ich war das, oder die sind es wirklich. Das sind halt Tiere. Ja, das kann auch sein, aber trotzdem, ich habe gerade voll Angst, Lenny. Als ob Flo bis nach oben Tiere hört. Ja, das ist... Wir waren in der Höhle und wir haben Thoralf bis in ihre erste Base gehört. Und die waren oben auf dem Berg, ganz schnell. What? Ja. Die waren auf dem Berg und... Jetzt gleich? Ja, ich soll John. Ah, ich weiß halt nicht, ob die in ihrer Base sind. Nee, sind sie nicht, ich bin ja da noch. Ich habe mich nicht mehr rausgetraut seitdem. Ich bin ins Dach runter und hab mich in den Stripmine-Gang versteckt. Auf einmal campen die so. Spawned bei B. Oh, failed. Wir müssen halt in unsere Base. Locker waren die da und haben jetzt alles zerstört. Ich komme. Ich hab mein Schild in der Hand. Zombie stirnt, okay. Ich brauche irgendwo Platz. Schritte. Gunnar ist schon wieder bei dir. Hilfe? Schritte von links. Übrigens, Lenny, geh auf die Seite. Geh hoch auf die Seite. Ich geh wieder vor. Boah, Lenny, du bist so die Sicherheit. Als du nicht da warst, habe ich die ganze Zeit gezittert und alles. Und habe auch die ganze Zeit mit Leon geredet und die ganze Zeit Angst gehabt. Ja, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal habe ich 2-3 Monate keinen Systemabstoß mehr und dann habe ich wieder so Lenny, viel. Bereit? Ja. Schwimme. Hat jemand von euch eine Ahnung, wieso es daran liegen kann? Lenny, falls was mit der Luft ist, dann nimm schnell den Eimer so. Nein, ich habe daran keine Ahnung. Lenny, komm dann ins Boot, wir gehen erstmal in die Ecke. Ja, und ich weiß selber nicht, ich hatte 2 Monate lang keinen Systemabstoß, was für mich eigentlich ganz gut ist. Was ist denn? Hast du irgendwas in den Einstellungen seitdem gemacht? Nein, keine Ahnung. Nein, ich weiß es ja selber nicht. Und es schmiert jetzt jeden Tag ab. Ich mach wieder Regen aus. Dann Lenny. Einmal den PC komplett resetten. Die wichtigen Sachen safe und dann einmal komplett resetten. Erzähl du erst. Na, oder ich hätte, du hast auch diesen Windows Defender. Ja, Windows Defender, ja, den hab ich auch. Ja, den hätte ich einmal. Hätte ich ihn auf deinen ganzen Laptop vollständig überprüfen lassen. Ja, yes, das mache ich mal wieder, also keine Ahnung. Ja, und stürzt nicht ab. Stürzt nicht ab. Was denn? Stürzt bei mir was ab? Nein, bei mir hat eben was gelernt. Leon, ich speichere jetzt beim PC, den ich dir geschickt habe. Ja, und wenn, ja, ich habe da vielleicht schon so 150 Euro zusammen. Und ein Bildschirm. Schnell. Ja, aus, der kostet 300. Aus, schnell. 366. Ist jetzt nicht so ein krasser PC, aber Leon, wenigstens PC haben. Der am Anfang, ich habe das so am Anfang so gemacht. Ich hatte so einen übelsten Scheiß-PC. Dann hat mein Vater mir den PC geholt, den ich jetzt habe. Und den haben wir übelst aufrüsten lassen. Und seitdem läuft er so flüssig. Es macht so Spaß, mit dem zu spielen. Gut, ich musste kurz. Wir bleiben jetzt hier noch die ganze Aufnahme, Lenny. Weil ich übelst jetzt wegen den Stress auf Klo muss. Es ist einfach so. Sorry, Zuschauer. Hi. Ich bin Lenny. Lenny, du kannst ja im Zwischenzeit schreiben. Ich suche mir schon mal das Aufnahmeende raus. Es ist zwar noch eine Minute. Sorry, dass jetzt die Aufnahme so langweilig war, aber ich war übelst unter Druck und muss jetzt übelst pissen. Ach. Ich mag die Videos. Zuschauer, schreibt, was ihr, also schreibt erstens in die Kommentare, was ihr gemacht hättet, ob ihr euch verkämpft hättet, ob ihr einfach in eure Base gegangen wärt und stimmt oben ab, ob das jetzt nach eurer Meinung gut so war, dass ich mich verkämpft habe. Flo, F3 und B. Genau, F3 und B. Ganz kurz alles aus der Hand legen. Lenny, sein Kopf die ganze Zeit irgendwie so immer, so wie P immer spielt, so immer so. Ja, das ist wirklich so, das ist buggt noch ein bisschen.
Ja, aber das sieht so lustig aus. Ich mach gut, aber mal Aufnahme am Ende. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Sorry, dass ich so unter Druck war und...